Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta und wir sind, wir liegen vor Roms Toren, genauso wie bei Makedonien oder wahrscheinlich war oder ist in Makedonien schon, ist Rom schon gefallen, ich weiß nicht, ich habe Makedonien sehr viel gestern aufgenommen und dementsprechend weiß ich nicht, wann welche Folge jetzt hochkommt, aber da habe ich gerade auch Rom erobert, wobei also ja, Makedonien hat halt hier alles schon eingenommen und geht jetzt Richtung Westen, aber genau, deswegen finde ich das gerade sehr amüsant, dass ich jetzt mit Sparta auch schon bei Rom stehe, oder vor Rom. Gut, hier brauche ich noch eine Runde, glaube ich. Genau. Und dann fangen wir da die... Entschuldigung. Da fangen wir die, Siege. Belagerung. Entschuldigung. Die Belagerung dann an. Was machen wir denn hier? Nachtkämpfe. Habe ich ja schon mal erwähnt, dass Nachtkämpfe eigentlich nicht sehr häufig waren, weil das sehr gefährlich war für die Einheiten. Meine Bitte ist so groß, dass ich gleich ey. Glaubst du, das schaffst du? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, der schafft es nicht. Aber der hat natürlich schöne Speerwerfer, was für mich nicht ganz so toll ist. Ich kann mich natürlich wieder hier einbunkern, aber das mache ich dieses Mal nicht. Ja, Kommandant! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Auf Frieden, Phalanx! Zu Befehl! Bereit! Befehl verstanden! Spartaner! So. Jugendliche! Zu Befehl! Gut, also mit denen muss ich ja schauen, dass ich die Speerträger erwische, weil die machen halt ja mit jeder Salve extrem Schaden an meinen General. Die werde ich mal ein bisschen nach hinten tun. Die da auch. Und die da kommen dann hier hin. So, sehr schön. Gut. Da bin ich mal gespannt. Nom. Entschuldigung, dass ich gerade fresse. Oder esse. Oder schnabuliere. Aber ich habe Hunger. Die sehen sehr begeistert aus. So. Geschossinfanterie! Wie ihr befehlt! Die müssten hier hin, damit sie die treffen. Ah, das passt noch. Das passt schon. Ich hoffe nur, dass er nicht von hinten kommt, sondern von der Front. Das ist halt hier in der Position halt sehr gefährlich, würde ich mal sagen.
dass man hier von 4 Seiten angreifen kann. An sich hätte ich mich auch hier aufstellen können. Aber hier ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass er wirklich hier zum Marktplatz geht. Weil, keine Ahnung, der Marktplatz ist für die irgendwie genauso wie für die Bienen der Honig. Komm, noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher. Sehr schön. Come on. Nein, nein, nein. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Unser General wird angegriffen. Piloten! Zu euren Diensten. Eure Befehle? Feuert auf den Kolben! Jugendliche! An die Waffen! Speerträger! Schnell vorrücken! Steinschleuderer! Zubefehl! Krypten! Piloten! Wir erwarten eure Befehle! Warte mal, ich stelle mich mal jetzt so hin. Dann kann ich sehr schön in diese Seite schießen. Ah, das ist schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Alter, die Speerträger sind leben ja immer noch. Ist gut, dass ich eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition besiege, verbraucht. Aber ja, das ist halt ziemlich schlecht. Geschosse bereit zum Einsatz! Kommandant! Befehle? Befehl verstanden! Befehl verstanden! Doppelte Geschwindigkeit! Steinschleuderer! Feuert auf den Kolben! Da muss ich jetzt hoffen, dass das reicht. Speerträger! Geschosse warten auf viele! Ich erwarte eure Befehle! Viele! Ja, das wird reichen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Befehle! Wir erwarten eure Befehle! Schnelles Marschieren! So, jetzt gehe ich hier in den Rücken. Steinschleuderer! Speerträger! Steinschleuderer! Jugendliche! Spartanische Piken! Durchbrecht die Linien! Schneidet sie in Stücke! Hoffentlich reicht das. Speerträger! Ja, sieht gut aus.
marschieren! Sieht gut aus. Ich erwarte eure Befehle. Greift ihre Positionen an! Doppelt die Geschwindigkeit! Spartanische Piken! Speerträger! Geschosse warten auf Ziele! Schnell! Schnelles Marschieren! Steinschleuderer! Krypten! So, den haben wir jetzt auch. Der hat nur noch die drei, alles klar. Den, der ist auch bald weg, hoffe ich. Die Pferde sind halt ja jetzt problematisch. Spartanische Piken! Befehl verstanden! Piken-Infanterie zu euren Diensten! Jugendliche! An die Waffen! Piloten! Spartanische Piken! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Steinschleuderer! Steinschleuderer! So. Der wankt jetzt natürlich auch. An die Waffen! Zu Befehl! Ja, Kommandant! Er hat sich zum Glück noch gefangen. Geschosse bereit zum Einsatz! Also mal mit denen die Pferde nochmal aufzufangen. Also einzukesseln. Auch schnell! Also zum Glück benutzt er sein Generalkarte nicht. Das ist ganz praktisch für mich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Vor allem jetzt, da überall meine Einheiten sind. Naja, egal. Vor allem 45 sind schon nicht ganz so wenig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die gehen wir jetzt hier raus. Doppelte Geschwindigkeit! Speerträger! Schnelles Marschieren! Wir haben gewonnen, come on! Naja, egal. Piloten! Nein! Stopp! Ah, Hilfe! Doppelte Geschwindigkeit! Ah, verdammt. Und mein zweiter Bildschirm irgendwie slide ich hier jetzt rüber. Keine Ahnung warum. Gut. Durchbrecht die Linien! Zu Befehl! Schnell! Schnelles Marschieren! Doppelte Geschwindigkeit! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Ich erwarte eure Befehle! Doppelte Geschwindigkeit! Jugendliche! Schnell! Zu Befehl! So, mal schauen, ob ich den besiegen kann. Ich bezweifle es ein bisschen. Weil der ja eine sehr gute Hoplifen-Einheit hat. Und meine Einheiten sind nicht ganz so gut. Geh mal nochmal raus. Weil der behindert eher meine Einheiten als seine. Also mit dem gehe ich auch nochmal raus. Mit dem gehe ich hier hin, mit dem gehe ich dahin. Der hat sich ziemlich breit aufgestellt. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur warten. Aber es reicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Spartanische Piken! Zu Befehl!
Nein, ich habe keine Chance. Der feindliche General ist ja, wobei, jetzt ist der feindliche General tot. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schlag. Komm, jetzt. Letzter Push. Yes. Ja, das war ein knapper Sieg. Gut. Ja, läuft. Aber er hat sehr viel. Also, meine Phalanx hat, bevor der Kampf überhaupt angefangen hat, schon sehr viel verloren. Aber, naja, passt. Das bleiben wir mal. Mein Volk mag keinen Luxus, doch Geld wird gebraucht. Ich bitte euch daher. Nö. Irgendwie, die Fraktion, also Knossos, war noch nie groß. Also die waren, Infanterie natürlich, die sind bei mir nie über diese Insel hinausgegangen. Also ich weiß auch nicht warum. Ja, wahrscheinlich er wurde so programmiert, aber warum? So. Gut, alles gut. Alexandria wird ein bisschen in die Mangel genommen. Der kommt mal hier runter. Die schaut mal hier rein. Ich weiß noch nicht, was ich mit Partien machen soll. Auf jeden Fall hier würde ich sagen, greif mir an. Wird sehr schmerzhaft, glaube ich. Aber es kommt drauf an, wo ich angreife. Also, das ist ein sehr kleines Rom, ne? Trocken, Aufstellung starten, würde ich sagen. Das ist ein winzig kleines Rom. Die haben das nicht sehr ausgebaut. Naja, gut. Wo ist die Hauptplatz? Die Hauptplatz. Hier gehe ich nicht hin. Okay. Okay, ich habe auf jeden Fall so viele Leitern, dass alle meine Einheiten von Anfang an auf die Leiter steigen können. Also ich mache zwei Leitern hier. Zwei Leitern hier. Ich glaube, hier kann ich gar nicht hin. Dann mache ich zwei Leitern hier. Wegen den Steinen, glaube ich, kann ich da nicht hin. So, also alle Pikniere fast alle Pikniere. Dann kommen hier noch eine. Also fast alle alle Spartaner sind jetzt aus dem Weg. Das ist gut. Und die ganzen. Warte. Die ganzen Hopliten werden hier den Hauptangriff machen. Wir stechen ihnen mitten ins Herz. Schön. Sehr schön. Die Kavallerie wartet. Gut. So, also, los geht's. Warte, nee. Drei werden hier landen.
Also, na gut. An die Waffe! Mom. Greift ihre Positionen an! Kicken bereit! Verstanden! So. Die werden mal hier hingehen. Wieso hat er den da hingestellt? Der kann von da nicht schießen. Und wenn, dann bin ich ein bisschen irritiert. Der hätte den hier hinstellen müssen, oder? Bidiu, bidiu, boom. Ja, das ist realistisch. Seltener Gladiatoren. Die sind gefährlich. Weil die im Nahkampf sehr krass sind. Ist egal. Unser General wird angegriffen. Ach so. Das ist mal was Neues. Wir hungern nach Blut und Kahn. Alter, kann der mal da aufhören? Das ist ja schlimm. Schön, wir machen eine Auswahl. Das ist ja ein Lied von ihm. Ich irgendwas gemacht habe. So. Mehr Infanterie bereit! Zu Befehl! Zu euren Diensten! Wieder weg. Fatalische Piken! So, schön mal die... General! An die Waffe! Befehle? Ja, Kommandant! Zu Befehl! Zu Befehl! Wo ist mein General? Zu Befehl! Doppelte Geschwindigkeit! Fatalische Piken! So, beide gehen dahin. Die sind ein bisschen überfordert hier leider. Ja, der da. Das ist ja auch verständlich. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Halt die Waffe! Ich erwarte eure Befehle. Sparta! Die Befehle!
Zentrum eingenommen. Noch nicht ganz. Wir haben einen Turm eingenommen. Oh wow. Ich komme da gar nicht runter. Oh Gott. Also war das alles für ein Arsch. Naja. Passiert. Gestopft, ne? Wegen den zwei, ja, okay, alles klar. Hatten sie keinen Problem. Ich hab Phalanx angeklickt. Oh, Noobs. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Obliegen bereit. Wir erwarten eure Befehle. Ich kann halt auch nichts machen, wenn die verlieren wollen, ne? Zeit die Phalanx wieder aus. Das ist ja echt schlimm. Komischer Bug. Komischer Bug. Darunter schön. Oder warte. Nicht darunter, sondern in den Rücken von denen. Aber nicht alle, sondern nur die gelben. Der rote geht hier hinten. Bartanische Piken! Bartanische Piken! Zu euren Kommandanten! Ja, passt. Bis auf die paar Bugs, die die Leute hatten, aber ne. Das ist ja auch hier spaßig, ne? Also von oben seid ihr gedeckt, ne? Aber von der Seite halt nicht.
spartanische Piken! Zu euren Dienst! Spartanische Piken! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Krieg wollen Blut! Spartanische Piken! Schnelles Marschieren! Ich erwarte eure Befehle! Schnell! Schieß! Steinschleuderer! Piken-Infanterie zu euren Dienst! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Zu Befehl! Speerinfanterie bereit! Ja, ne? Geschossinfanterie bereit! Und sonst so? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schnelles Marschieren! Steinschleuderer! Jetzt! Sparta! Durchreißt die Linie! Da geht jetzt auch einfach mal rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und nun? War langes. Und nun? Spartanische Piken! Wir haben einen Turm eingenommen. Das ist kein Turm, das ist ein Tor. Okay. Vielleicht lasse ich einfach mal so gelten. Bravimo! Spartanische Piken! Piken-Infanterie bereit! Spartaner! Bürgerkavallerie! Angriff! Passt. Ah, Rom gehört mir. Knapper Sieg, naja. Also langer Sieg. Also hat echt lange gedauert. Aber schwer war es nicht. Aber ja, der hatte keine gute Armee drin. Ja, Robert erobert. Das hatten wir auch gerade in Makedonien. Aber ich lasse den Film einfach mal laufen. Ja, Entschuldigung. Ja. Syrakus vernichtet. Und ja, damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum Alter. Der ist ja hier jetzt richtig weit reingegangen. Aber zum Glück war ich schneller in Rom als er. Gut. Bye, bye.